Und sieh hinein. Herr Dr. Brinkmann! Herein! Sie wollen doch wohl nicht etwa mit dem Wagen weg. Ein Einsamer tut manches in der Not. Jawohl. Ein goldiges Kind. Ich sehe vernachlässigt aus. Eine Unverschämtheit. Aber es kann nicht wahr sein. Och, es ist wahr. Ich sehe vernachlässigt aus. Ach, was soll's? Ich führe eben eine moderne Ehe. Hier nehme ich jeder dem anderen sein eigenes Leben, sprach das Eichhörnchen und hüpfte von Kronleuchter zu Kronleuchter. Ja, da. Wo fahre ich eigentlich hin? Was war denn das? Das ist sicher Udo, ich mach das schon. Was war denn das für ein Lärm? Wahrscheinlich wieder Udo. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Christel, meine Verehrung. Wie sagte ich doch ganz richtig, ein Einsamer tut manches in der Not. Wart ihr schon in den Betten? Nicht so schnell. Ihr erlebt nämlich die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Dann setz dich erst mal hin, du verlorener Sohn, ja? Ja. Kitty, mach ihm einen starken Kaffee. Ein gütiges Schicksal hat mich hierher geführt, um dich in den Armen einer schönen, aber unheilvollen Frau zu landen. Du hättest aber auch an einem Felsen landen können, nicht? Wo ist denn Katharina? Katharina? Ist zu Frederik. Hey, seine Mama liegt im Sterben und Katharina hat dieser Mama sehr viel zu verdanken. Das soll jeder einsehen. Mund auf. So, jetzt schluckt das. Mein Papi ist ein lieber Mensch. Du tatest weise, ihn zu nehmen und nicht mich. Ja? Ja, der ist hier. Nein, es ist weiter nichts passiert. Bitte, bitte, keine Ursache, guten Abend. Euer Kindermädchen fragt besorgt, ob du hier bist. Boah, ist das rührend, wie sich alle hier um mich kümmern. Bis auf eine. Hoffentlich bist du keiner Polizeistreife aufgefallen. Pass auf, wie es heißt. Oh, Kitty, das ist lieb von dir. Du, weißt du noch? Weißt du noch, wie ich unter deiner Aufsicht im Sandkasten gespielt habe? Ich liebe euch alle. Ja, wir lieben dich auch. Trotzdem bin ich auf der Flucht. Auf der Flucht vor dem Kindermädchen und vor Ursula Ron. Nein. Und wen interessiert das nicht? Katharina interessiert das nicht. Überhaupt nicht. Sie sitzt lieber am Bett ihrer sterbenden Ex-Schwiegermama.